Showdown in NBA 2K25, My Team. Was ist Showdown und was kommt auf uns zu? Showdown ist einer von den neuen Multiplayer Head-to-Head Modi, der Unlimited ablöst. Unlimited, für alle, die es nicht wissen, ist in My Team Online Gameplay so ziemlich der verschwitzteste und der schwierigste Modus gewesen, weil da die Besten gegen die Besten spielen. Viele Anfänger werden da entweder komplett weggeklatscht oder trauen sich gar nicht da reinzugehen. Unlimited ist Geschichte, das Ganze heißt jetzt Showdown und ist wie ein Ligensystem aufgebaut. Es gibt 15 Ligen, die da Tiers genannt werden, also Tier 15, Tier 14, Tier 5 und so weiter bis Tier 1. Du kannst, je mehr Siege du holst, immer weiter aufsteigen. Was ganz cool ist, innerhalb von einer Season kannst du nicht absteigen. Was zum Problem werden kann, wenn du dann irgendwann in einer Liga aufgestiegen bist und dann merkst, scheiße, die ist aber viel zu schwer für mich, ich verliere hier jedes Spiel und du kannst nicht absteigen, dann musst du erstmal eine Zeit lang mit den Niederlagen leben oder in einen anderen Modus reingehen, bis du dann wieder Leute hast, die auch aufgestiegen sind, die dann wieder auf deinem Niveau sind. Das ist eine Schwierigkeit, die ich schon gesehen habe, als ich das direkt das erste Mal gehört habe. Aber es gibt, so wie der Botsche, der im Livestream mit dabei war, auch gesagt hat, immer einen Grund, warum man aufgestiegen ist. Das heißt, wenn ich in Liga 1 gekommen bin, dann bin ich wahrscheinlich auch würdig für Liga 1. Aber ob das dann so ist, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Eine Sache zum Absteigen muss allerdings gesagt werden, wenn eine Season zu Ende ist, wird man zurückgesetzt. Nicht komplett, aber um ein paar Level, damit man wieder diese Challenge vom Aufsteigen hat. Das ist das, was NBA 2K in ihrem Livestream gesagt haben. Es wird Rewards geben natürlich. Eine Reward-Woche wird es immer geben. Das heißt, du startest irgendwie am Montag und spielst bis Freitag, 16 oder 17 Uhr, je nachdem wie die Zeitverschiebung und die Sommer- und die Winterzeit gerade sind. Und kannst dann zwischen verschiedenen Rewards, Belohnungen auswählen. Das ist ganz cool, weil vorher war es immer so, du hast irgendeine Belohnung vor die Nase geklatscht bekommen. Viele von den Belohnungen hat man gar nicht gebraucht oder die wollte man vielleicht gerade nicht. Jetzt hast du die Qual der Wahl und kannst dir das für dich Beste aussuchen. Das ist gut. Es wird ein Leaderboard geben. Bei dem Leaderboard wird es nicht so sein wie in NBA 2K24, dass die zu sehen sein werden, die die meisten Spiele machen. Da waren ganz oft Leute, die irgendwie 400 Spiele hatten. Davon haben sie aber irgendwie nur 150 gewonnen und 250 verloren oder was auch immer. Auf jeden Fall gar keine gute Statistik, aber halt viel Zeit investiert, viel Punkte gesammelt und dann eben hoch im Leaderboard gewesen. Das wird es so nicht mehr geben. Das Leaderboard wird jetzt nur noch aus Leuten bestehen, die in der ersten Liga sind. Und auch nur Spiele werten, die zwischen Leuten gemacht wurden, die in Liga 1 sind. Das heißt, Liga 1 Spieler gegen Liga 1 Spieler gibt Punkte für das Leaderboard. Das Matchmaking wird so sein, dass man hauptsächlich Leute bekommt, die in deiner eigenen Liga spielen. Ob das dann so ist, ich weiß nicht, ob man das irgendwie kontrollieren kann, ob das angezeigt wird, in welcher Liga dein Gegner gerade ist, aber es sollte so sein, dass man, ich sag mal, immer so plus minus eins, wenn nicht die gleiche Liga bekommt, alles andere wäre vielleicht ein bisschen dumm und nicht das, was 2K hier an dieser Stelle versprochen hat. Wenn du dann am Freitag genug Punkte gesammelt hast und gut genug warst, dann bekommst du nicht nur deine Belohnung, sondern auch deinen Zugang zum Wochenendevent, das dann in einem weiteren Video zu sehen sein wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Abschaffung von Unlimited haltet und der Änderung, die wir jetzt hier mit Showdown bekommen. Showdown ist so ein bisschen vergleichbar mit so einer Qualifikation. Ne, man spielt unter der Woche, muss so und so weit kommen. Ligensystem finde ich eh immer cool, wenn man sagen kann, okay, ich bin in der und der Liga am Ende gelandet, bekomme Gegner, die in der und der Liga sind. Das ist immer gut, wenn es funktioniert. Ja, das klingt erstmal vielversprechend, aber wie ich schon so oft gesagt habe bei 2K, bei Ankündigungen, erstens wird gerne gelogen, zweitens funktionieren Sachen nicht so gerne und drittens glaube ich es erst, wenn ich es gesehen habe. Deswegen, ja, nehmen wir das erstmal so hin, aber es klingt gut. Muss ich wirklich sagen, es klingt gut. Rewards müssen gut sein, Matchmaking muss stimmen und Gameplay ist eine Sache, aber das hat damit jetzt erstmal gar nichts zu tun. Das muss grundlegend gut sein. Wenn du mehr Infos zu NBA 2K25 haben willst, dann guck dir nochmal diese Videos hier an. Abonniere den Kanal, wenn du komplett neu bist und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.